Alright, wir sind live. Herzlich willkommen zum nächsten Perspective Talk. Auf regelmäßiger Basis sprechen wir hier mit den erfolgreichsten Perspective-Kunden, die in einer spezifischen Nische herausragende Ergebnisse generieren. Und heute freue ich mich ganz besonders, den lieben Nikolas von Talentmagneten zu Gast zu haben. Und zwar er und seine gesamte Firma, mittlerweile ist es ja eine größere Company, die gebaut haben, sind Experten für den erfolgreichen Aufbau von Social Recruiting-Kampagnen. Einen Moment, ich blende ihn erstmal ein, weil man sieht ja nur mal mich. Hallo erstmal, Nikolas. Und Hi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. gerne. Und ich freue mich so sehr, dich mit dabei zu haben, denn was ich so spannend finde, ich habe mit deinem Geschäftspartner Michael vor Jahren schon Kontakt gehabt und ihr war, glaube ich, eine der ersten, die mit dem gesamten Thema so Social Recruiting überhaupt gestartet seid. Und ja, wir haben im Vorgespräch jetzt schon einmal kurz besprochen, was du vielleicht auch gerne zeigen kannst, was unsere gesamte Community viel Mehrwert gibt. Und du meintest, hey, du willst heute mal wirklich von A bis Z die sieben wichtigsten Learnings für einen erfolgreichen Aufbau von einem Recruiting-Funnel mit uns durchgehen. Deshalb cool, dass du da Genau. bist und nochmals herzlich willkommen. Vielen Dank, Michael, für das schöne Intro. Nikolas, eine Frage, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, vor allem vor Jahren, als es noch niemand gemacht hat, das ganze Thema Social Recruiting? Ja, wir haben vor allem den Namen Performance Recruiting groß gemacht. Also dafür, da hatten wir einen sehr hohen Einfluss drauf, dass dieses Wording bekannt wird. Und mittlerweile sieht man es ja auch auf sehr vielen Webseiten und Funnels draußen. Und ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Also es war so, dass ich vorher viel im E-Commerce war. Also ich habe vor allen Dingen viele Online-Shops betreut, hatte auch meinen eigenen Online-Shop und habe da mit Performance-Marketing-Strategien eben dafür gesorgt, viele Kunden für den Online-Shop zu generieren. Und es hat eben auch sehr gut funktioniert. Dann habe ich Michael auf einem Startup-Event hier in Hamburg kennengelernt. Wir sind ja hier auch in Hamburg in der Innenstadt. Und dann habe ich ihn da getroffen. Da hatte er damals auch ein Startup und da entsprechend auch ein größeres Team geleitet, geführt und auch immer mit dem Thema Mitarbeitersuche zu tun gehabt. Und da haben wir uns entsprechend auch überlegt, warum kann man nicht diese E-Commerce-Strategien, was ja sehr gut funktioniert, auch übertragen auf das Thema Recruiting, um eben entsprechend jetzt nicht, ja, Kunden zu generieren, sondern warum sollte es nicht genauso gut klappen, gute, passende Bewerber zu generieren mit einem guten Angebot? Und dann haben wir wenig später gesagt, okay, das müssen wir ausprobieren. Haben wir einfach die E-Commerce-Strategien erstmal eins zu eins versucht zu übersetzen oder zu übertragen auf das Thema Recruiting. Haben uns da ja auch mit einem sehr mutigen Versprechen gestartet. Drei Top-Bewerber innerhalb von 14 Tagen, sonst Geld zurück. Das war ja so unser erster Satz, den wir da Krass. rausgebracht haben, das uns auch am Anfang sehr viele Anfragen beschert hat und vor allen Dingen viele Testprojekte, um dafür mal ein Gefühl zu bekommen und ja, und unseren ersten Start zu erleben. Und das war so der Startschuss von unserer gemeinsamen Company und das hat entsprechend dazu geführt, dass wir mittlerweile ja nicht nur diese Spezialagentur haben, dass wir eben Unternehmen helfen, schneller die passenden Mitarbeiter zu finden durch eben dieses System, sondern dass wir auch eben große Akademie haben, wo wir Unternehmen begleiten dabei, den Fahrplan mitgeben, eins zu eins, damit sie das intern auch selber, dieses Know-how aufbauen können und erfolgreich auch Kandidaten finden können für ihre Stellen, also komplett eigenständig. Okay, spannend. Das heißt, ihr macht beides nach wie vor. Ich kann hingehen und ihr übernehmt das Ganze für mich oder ihr bringt es mir wirklich bei in eurer Akademie. Genau. Cool. Wolltest du gerade noch was sagen? Oder? Nee, Nee? Okay. mach du mich weiter. Sehr gut. Und wie sieht jetzt eigentlich der gesamte Prozess dahinter aus? Also, vielleicht magst du da auch direkt mal ein Genau. bisschen was zeigen. Ja, also ich würde einfach mal gerne mit euch unsere größten Learnings und Erfahrungen teilen entlang des gesamten Performance-Recruiting-Prozesses. Ich glaube, dass viele Hörer hier und Zuschauer schon Performance-Recruiting grundsätzlich kennen, auch die Vorteile und so weiter, weil ja Perspective dafür ja auch sehr bekannt ist. Und deswegen möchte ich einfach in den einzelnen Schritten gerne mal unsere größten Tipps und Learnings mitgeben. Und dafür würde ich jetzt gerne noch mal grundsätzlich hier diesen Funnel aufmalen. Ich muss mal ganz kurz meine Headphones hier raus holen, aber ich höre dich noch sehr gut. Und zwar würde ich hier gerne nochmal entsprechend diesen Funnel aufmalen, der ja sehr schön Performance Recruiting einfach nochmal darstellt. Wir haben ja, nochmal ganz kurz auf das Konzept zu sprechen kommen, wir haben ja das Ziel, dass wir erstmal ganz viele Interessenten auf uns sichtbar machen und unser Angebot schnell hier, dass wir bekannt werden als attraktive Arbeitgeber, schnell in die Sichtbarkeit kommen. Ich mache hier mal so schöne Happy Smiles rein, dass wir hier wirklich viele Interessenten erstmal für uns gewinnen, also die Aufmerksamkeit gewinnen. Und hier am Ende
Wir wollen die richtigen Kandidaten animieren, weiterzulesen, durchzukommen in dem Funnel und die falschen Kandidaten aber auch frühzeitig schon ausselektieren. Und das ist natürlich das Ziel, dass wir am Ende 3 bis 10 Top-Kandidaten hier haben, die eben perfekt auf unsere Stelle passen und eben auch ja, von den Ambitionen, Werten und Zielen sehr gut übereinstimmen mit unseren Unternehmenswerten. Und da wollte ich jetzt mal die einzelnen Schritte durchgehen, nämlich der erste Schritt im Performance Recruiting in einer erfolgreichen Kampagne ist, wenn wir hier jetzt auf Social Media, beispielsweise Facebook oder Instagram oder LinkedIn, wollen wir, dass die Leute stoppen. Ich schreibe das mal hier mit Stoppen auf, nämlich, dass die, wenn die im Newsfeed runterscrollen, unterwegs sind, dass sie erstmal hängen bleiben und uns sich mal näher mit der Anzeige beschäftigen, die wir eben erstellt haben. Und da möchte ich ganz gerne mal jetzt direkt auf eine Folie überspringen, wo wir einfach mal tiefer drauf eingehen, okay, wie bringe ich die Leute dazu, dass sie jetzt stoppen im Newsfeed und was sind so unsere Learnings hier gewesen in der Zeit? So, teile ich mal kurz den Bildschirm. Ich hoffe, es funktioniert hier. So, jetzt solltest du, glaube ich, meinen Bildschirm sehen. Ich würde noch mal ganz gerne hier auf die schöne Statistik zu sprechen kommen, wo wir ja auch vorhin noch mal Klasse. darüber gesprochen haben, Ja, Michael. ja, ja. Und zwar ist es so, dass Facebook hier entsprechend, also die Statistik zeigt dir einfach noch mal, dass die meisten Kandidaten auf Facebook unterwegs sind. Gerade auch in der Dachregion sind viel mehr Kandidaten auf Facebook unterwegs, auf den Netzwerken, wo sie sich täglich privat aufhalten, als auf LinkedIn. Und hier sehen wir, dass aber die meisten Recruiter tatsächlich auf LinkedIn unterwegs sind. Also hier ist im Prinzip der Spagat sehr gut zu sehen. Das ist einfach nochmal eine sehr schöne, veranschauliche Statistik, die einfach zeigt, was für ein Riesenpotenzial hier in diesen Netzwerken noch drinsteckt. Als ich die Statistik hier gesehen habe, da wurde mir echt erst zum ersten Mal bewusst, dass Social Recruiting echt so der Game Changer wird oder Performance Recruiting, wie ihr es nennt, weil es ist so wie der Blue Ocean oder wie sagt man häufig auch im Online-Marketing. Also man hat halt, das ist echt noch ein komplett neuer Markt, der einfach noch nicht so leer gefischt ist, oder? Kann man das so sagen? Jetzt im Vergleich irgendwie zu Recruiting, wo auf jede Position, wo man jedes Mal so viele Recruiter-Nachrichten bekommt, also es ist echt ein krasser. Auf jeden Krasse Fall, Statistik, genau. ja. Ja, also mein Newsfeed ist schon recht vollgepackt mit Jobanzeigen mittlerweile, aber der Algorithmus weiß auch genau, dass ich darauf eben am meisten reagiere. Aber da Ja. ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial, gerade auch bei LinkedIn, Xing sind ja viele auch gar nicht mehr unterwegs, wenn sie aktiv in einem Job sind, weil sie eben dauernd immer diese Direktnachrichten bekommen von anderen Recruitern oder Headhuntern etc. Das heißt, hier ist eben sehr schön, dass die Leute ja passiv die Anzeigen sehen und weil sie aktiv werden müssen, wenn sie es interessant finden. Und das ist eben hier der schöne Game Changer. Nice. Ja, dann würde ich weitermachen mit dem ersten Schritt stoppen. Also grundsätzlich setze ich natürlich voraus, dass vorab ein ordentliches Zielgruppenverständnis aufgebaut wurde, erstmal genau mit dem Unternehmen zusammen analysiert wurde, auch die Gründe, Wechselmotive, warum Kandidaten eventuell ihre Stelle gerade wechseln sollten, was das Unternehmen auch ausmacht und so weiter. Also das ist, setze ich jetzt einfach mal hier vorab und dann gehen wir jetzt mal rein, wie kann ich erreichen, dass die Leute jetzt hier für in Millisekunden diese Aufmerksamkeit wecken von den Kandidaten. Hier habe ich mal ein schönes Beispiel von einer Anzeige dargestellt. Da werden Landschaftsgärtner gesucht und hier drunter ist auch noch ein sehr schöner passender Slogan zu sehen: You never work alone. Also das ist im Prinzip einmal ein sehr schönes Beispiel, weil es zum einen eben so eine emotionale Resonanz auch aufbaut. Die zwei Landschaftsgärtner lächeln sich gegenseitig an. Wir haben hier nochmal eine schöne Aussage, die auch nochmal entsprechend für Aufmerksamkeit sorgt. Und das ist eben hier auch vom Farbdesign, vom Hintergrund, also das Logo ist hier so leicht verschwommen zu sehen. Also es ist alles sehr konsistent. Und hier wird auch eben entsprechend die Zielgruppe direkt dargestellt, nämlich Landgärtner. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ein zweites Beispiel, also es ist auch nochmal ein Hinweis oder unsere Erfahrung, die Anzeige muss nicht auf die direkte Anpreisung des Unternehmens oder auf der offenen Stelle abgezielt sein, sondern kann hier auch sehr gut ohne Textelemente entsprechend arbeiten und hier entsprechend so ein Bild wirkt natürlich auch, ja, super, ist super schön, es drückt Freude aus und entsprechend die Leute bleiben mal kurz hier hängen und schauen, warum freut er sich hier eigentlich so. Also auch das immer nochmal ein schönes Beispiel, mal ganz ohne Text. Das sind hier nochmal die Punkte, die ich hier aufgeschrieben habe, was wir jetzt erfahren haben. Wir haben auch mal viel AB-Test gemacht, natürlich machen wir nach wie vor immer wieder Stockfotos versus reale, authentische Bilder, wie man hier rechts sehen kann, funktioniert einfach wesentlich besser.
und diese einheitliche Kommunikation. Das heißt, was wir hier vorne an Botschaften kommunizieren, sollte man auch hinten wieder im Bewerberquiz wiederfinden. Also auch das einmal ein wichtiger Punkt. Und eben diese hohe Relevanz bei einer Zielgruppe. Also wenn du jetzt Landschaftsgärtner suchst, macht es natürlich völlig Sinn, auch ein schönes Bild zu sehen von Landschaftsgärtnern aus dem Team und echte Eindrücke, Erlebnisse aus dem Alltag von eben Landschaftsgärtnern aus dem Unternehmen zu zeigen, weil man sich da eben am besten mit dann identifizieren kann als potenzieller Kandidat. So genau, hier spannend. Weiterer Punkt, baue emotionale Resonanz auf, ist das Thema mit, dass man gerade lächelnde Gesichter funktionieren sehr gut auf eben Werbeanzeigen, die entsprechende Emotionen dann auch auslösen. Und hier Pattern Interrupts ist auch nochmal ein sehr wichtiger Begriff, den wir auch immer wieder feststellen. Wir probieren hier auch immer wieder neue Dinge aus. Also das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, neue Dinge mal auszuprobieren, mutige Botschaften mal zu testen. Also das ist sehr wichtig. Und ich würde auch sagen mittlerweile, dass sich ein sehr hoher Aufwand bei der Erstellung dieser Anzeigen extrem auszahlt und lohnt. Also ich sehe nämlich häufig bei Jobanzeigen, gerade auf den Netzwerken wie Facebook, Instagram, dass da einfach noch viel mit Stockfotos gearbeitet wird oder mit so hochprofessionellen Fotos, die aussehen wie Stockfotos, aber tatsächlich echte Bilder sind. Und das zeugt halt wenig, das ist nicht richtig authentisch und bringt halt die Leute nicht dazu, einfach kurz mal stehen zu bleiben im Newsfeed. Und das ist halt so das Thema, dass man auch keine Angst haben sollte vor Polarisierung, also dass man auch mutige Aussagen trifft. Ich zeige hier nochmal weitere zwei sehr coole Beispiele. Eine Frage auch, Nikolas, was ist deine Gerne. Erfahrung, die Frage, die ich mir immer wieder stelle, lohnt es sich jetzt wirklich, so einen Recruiting-Film komplett High Quality aufzunehmen und eine Woche zu drehen, das ganze Team an einem Platz zu bekommen? Oder sagst du, habt ihr das auch schon mal AB getestet, was jetzt wirklich Bild versus Videoanzeigen Ja. ausmachen? Also Video funktioniert auch sehr gut, wenn man entsprechend das Video recht kurz hält und da entsprechend auch ja Mitarbeiter sich vorstellen und da entsprechend auch ein bisschen über den Alltag erzählen. Also das kann auch sehr gut funktionieren. Reines Image-Video, wo man mehr über das Unternehmen einfach sieht und wenig gesprochen wird und erklärt wird und wenig Eindrücke vorhanden sind, das würde ich sagen, funktioniert weniger gut. Also da sollte man entsprechend schon dann auch Mitarbeiter als Botschafter mit reinnehmen. Das funktioniert immer sehr, sehr gut, auch im Bildformat übrigens. Also wir erleben auch je nach Zielgruppe, dass Bilder tatsächlich manchmal auch besser funktionieren als Videos. Das kann man nicht ganz so pauschalisieren, dass es immer hier das Video ist, was besser funktioniert. Aber Und so ein Fotoshooting ist ja auch schnell gemacht, also vom Aufwand her echt völlig überschaubar. Absolut. Deshalb, ja. Ja, aber das ist gerade, natürlich. Sorry, für alle, die live dabei sind, nur, dass ihr da einmal das gehört habt, stellt auch gerne Fragen, ja. Ich kann die dann hier sehen und kann die direkt an Nikolas hier weitergeben. Super gerne, ja. Ja, dann fange ich nochmal an mit dem ersten Beispiel. Es ist hier ein Teilnehmer aus unserer Talentmagnetakademie, der Boas. Also, falls du das hier hörst, Boas, liebe Grüße. Das ist hier auch nochmal ein sehr schönes Bild, nämlich hier werden Prüftechniker gesucht und hier auch wieder entsprechend die Zielgruppe dargestellt. Also hier direkt ein Prüftechniker, der gerade bei der Arbeit ist, auch wieder in die Kamera lächelt und hier entsprechend auch mit dem Branding vermerkt ist. Also, es ist auch immer nochmal ein sehr schöner Effekt. Und hier alles sehr clean und hochwertig zu sehen ist. Also man weiß direkt, worum es geht. Wie gesagt, es funktioniert auch teilweise sehr, sehr gut ohne mal irgendwelche Textelemente. Und trotzdem ist das eben nochmal ein sehr schönes Beispiel, was diese ganzen Elemente, was ich gerade durchgegangen bin, hier erfüllt. Vielleicht fragst du dich auch, warum hier noch so ein kleines Videozeichen zu sehen ist. Also was wir eben auch festgestellt haben, dass Hochkantformate häufig besser funktionieren als eben Querformate oder ein quadratisches Format. Das war auch nochmal ein großes Learning, was wir gemacht haben vor, ich weiß, war schon ein bisschen was her, aber da haben wir eben entsprechend auch viele AB-Tests gemacht zwischen verschiedenen Formaten und das war so ein Ergebnis, dass das eben entsprechend in der Regel häufiger besser funktioniert. Spannend. Und ist das so ein Motion-Video, was ihr da habt, weil man da auf Play, auch auf Play klicken kann? So leicht animiert minimal, oder wie? Genau, minimal ja, okay, animiert, dass mal was einfliegt, zum Beispiel so ein Textelement. Ja. Ja. Genau. Hier die Damaris, auch aus unserer Talentmagnetakademie, die hier sehr schöne Bilder kreiert und entwickelt hat mit dem Team. Also auch das ist ja ein super Pattern Interrupt, wo man einfach sofort, würde ich sagen, mal kurz stehen bleibt und sich das mal anschaut, weil es halt einfach verkehrt herum ist oben. Also auch wieder ein sehr schönes Beispiel, was das nochmal veranschaulicht. Genauso wie hier auch eben nochmal von Damaris, von Advardis, der Firma, wo auch eben sehr schöne Pattern Interrupts verwendet werden und da auch extrem hohe Link-Klick-Raten entstanden sind, weil natürlich hier ja die Aufmerksamkeit direkt gecatcht wurde. Das ist es.
Stark, Man muss stark. nicht immer Personen zeigen auf den Bildern. Man kann auch entsprechend mal einen witzigen Spruch, also auch mal eine humorvolle Anzeige probieren und testen. Das, was ich vorhin sagte, mal mutige neue Dinge auszuprobieren, großen Wagen fahren und nebenbei bei der Umwelt etwas Gutes tun. Da sieht man jetzt wenig Personen drauf. Aber auch das, ja, bringt Aufmerksamkeit oder Neugierde zumindest. Also auch das kann man mal sehr gut testen, funktioniert bei einer richtigen Botschaft auch sehr gut. Hier auch nochmal ein Beispiel. Wir suchen Grafikdesigner, also auch entsprechend humorvoll dargestellt. Also das kann eben auch sehr gut funktionieren. Ja, das ist im Prinzip schon mal der erste Schritt jetzt gewesen und mal ein paar Beispiele, ein paar Anzeigen, die aus unserer Erfahrung nach eben sehr gut funktioniert haben und eben, ja, wenn man die berücksichtigt, schon sich sehr stark von der Masse abheben kann. Super coole Beispiele. Gehen wir mal weiter mit, also du sagst, wenn Fragen auftauchen, Michael, ne, dann sind wir Genau, da genau. aufgefallen. Fragen Okay. zu Werbeanzeigen, ihr Lieben, dann gerne her damit. Genau. Ansonsten fange ich schon mal oder gehe ich schon mal einen Schritt weiter. Nämlich wir haben jetzt die Aufmerksamkeit gewonnen und ich habe jetzt hier mal Lesen aufgeschrieben. Wir wollen jetzt natürlich, dass die Leute auch entsprechend unseren Text lesen und wir das Interesse jetzt aufbauen bei den Kandidaten. Und hier habe ich jetzt auch noch mal ein Beispiel hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Was jetzt als erster Satz hier steht, ist: Menschen entwickeln ist deine Stärke? Fragezeichen. Hier geht es um die Position HR-Manager, also passt sehr gut und damit direkt einleitend eine Hook am Anfang zu nehmen, also die zum Weiterlesen animiert, weil häufig ist es so, dass man ja nur die ersten zwei, drei Sätze lesen kann, bevor man dann auf mehr Anzeigen klicken muss. Und deswegen ist das hier sehr wichtig, da entsprechend das richtige Wording zu nehmen. Und da sagen wir auch häufig in der Akademie zum Beispiel, dass man ein Weg von oder hinzu Bedürfnis ansprechen soll. Also Weg von ist beispielsweise Probleme, Schmerzpunkte oder auch Herausforderungen, die der Zielkandidat häufig im Alltag vielleicht erlebt. Und dann fängt dann häufig an mit kein Bock mehr auf oder das kann man natürlich auch anders formulieren, aber spricht eben genau das an. Und dann kann man darauf eben in den nächsten Sätzen dann auch wieder Bezug nehmen. Das ist dieses Weg von und hinzu Bedürfnis ansprechen wäre, wenn man die Wunschsituation von einem idealen Zielkandidaten anspricht, was er gerne hätte jetzt in einem neuen Job. Und da kann man zum Beispiel nehmen sowas wie du willst oder du hast schon immer dir gewünscht, bequem von zu Hause aus zu arbeiten. Jetzt einfach mal nur als Beispiel. Das sind so Formulierungen oder Bedürfnisse, die man dann entsprechend ansprechen kann. Und das sehr gut funktioniert. Also das haben wir auch festgestellt, wenn man diese eine der beiden Bedürfnisse anspricht, dann wirkt das oder lesen die Leute zumindest auch den restlichen Text. Und hier auch nochmal eine Erfahrung, dass man kurze, klare Sätze immer schreiben sollte, die einfach jeder sofort verstehen kann und keinen großen Fließtext, also oder Bullet Points, eine riesenlange Bullet Point-Liste zu schreiben mit Aufgaben, Vorteilen und so weiter. Das wollen die Leute meistens nicht lesen, es langweilt auch ein bisschen. Deswegen lieber kurze, klare Sätze, wie man hier sieht. Es sind, ich weiß nicht, ob man es genau gut sehen kann, aber es sind maximal so 3 bis 4 Zeilen untereinander zu sehen, was entsprechend auch nochmal für eine gute Lesbarkeit sorgt. Dann Jobtitel und Aufgabenbereich sollte natürlich auch attraktiv beschrieben werden. Und hier auch unser Learning, schreibe ich einfach nur die Aufgaben rein, sondern versuche auch zu erklären, was die Aufgaben bedeuten und für einen Einfluss haben auf das Unternehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier steht, entwickle Menschen und fördere ihr persönliches Wachstum als Ansprechpartner, sorgst du für exzellente Ergebnisse. Also was hat das auch für einen Impact, wenn du hier entsprechend diese Tätigkeit ausführst für das Unternehmen oder entsprechend ja auch für die Kunden. Also das ist auch mal sehr hilfreich, das zu überlegen. Genau, die besten Vorteile sollten natürlich nicht fehlen. Also hier auch wichtig, dass einhergehend machen mit dem Zielgruppenverständnis, was der Zielgruppe wichtig und nicht einfach hier die Standardsachen wie flache Hierarchien lese ich sehr häufig oder individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das ist alles, das sind gute Vorteile, aber es ist in der Regel zu unkonkret und unspezifisch. Also hier hilft es dann auch wirklich, möglichst zu veranschaulichen, was das genau heißt im Unternehmen und wie es genau aussieht, dass man das auch entsprechend vermittelt. Das ist eben auch nochmal ein wichtiger Punkt. Call to Action ist natürlich, darf nicht fehlen, ganz klar. Also da am Ende, dass man die Leute dann auch auffordert, jetzt mal auf die Anzeige zu klicken, um entsprechend nochmal mehr über das Unternehmen zu erfahren. Das am Ende darf hier natürlich nicht fehlen. Da haben wir Schreiben wir in der Regel sowas wie teste jetzt innerhalb von 60 Sekunden, ob dieser Job zu dir passt. Also auch diesen Spieltrieb ein bisschen zu wecken.
finde jetzt heraus, ob dieser Job zu dir passt. Und dann ist das ja auch sehr schön mit dem Bewerberquiz nachher. Also ist sehr konsistent miteinander. Genau. Ja, dann sehr, noch ein. Wolltest du dazu was sagen? Genau, sehr, sehr coole Insights. Zu Werbeanzeigen auch eine Frage noch, was das ganze Targeting, kommst du da noch dazu? Ansonsten, jemand hatte kurz geschrieben, lese ich dir die Frage mal kurz vor. Ja, gerne. Wie targetiert ihr, wenn ihr nur lokal, wenn nur lokal gesucht wird? Broad einzelne Interessen, beim Recruiting sammelt man ja oft mal nicht so viele Daten ein, damit man die Audience bilden, die Lookalike Audiences bilden kann. Also wie targetiert ihr mit so wenig Daten? Ja, genau, also da sind wir tatsächlich auch eher breit als zu spitz. Also da versuchen wir auch mal entsprechend eine größere Zielgruppengröße zu erreichen, um es erstmal ein bisschen breiter zu halten. Und natürlich nehmen wir da auch Interessen mit rein, passende, natürlich immer nur spezifische und passende Interessen, als auch Berufsbezeichnungen, auch wenn die eben häufig sehr, sehr klein sind oder entsprechend Branchen, wenn die passen. Also da, das sind eigentlich so die Hauptsachen, die wir da mit reinnehmen und da auch immer wirklich nur passendere reinnehmen. Also da kann es ja auch mal vorkommen, dass irgendwie ein Begriff könnte ungefähr passen, aber dann, wenn das schon so diese Sache ist, dann würden wir es schon rauslassen. Also da sind wir im Prinzip sehr spezifisch, aber gucken immer noch, dass die Zielgruppengröße groß genug ist, weil bei 5.000 bis 10.000 Zielgruppengröße beispielsweise, da ja, ist es sehr teuer und meistens die Ergebnisse auch sehr schlecht. Haben wir festgestellt. Verstanden. Genau, Targeting komme ich jetzt nicht spezifisch drauf zu sprechen, weil das immer auch sehr individuell ist. Ich glaube, das hilft auch schon sehr, das und Verständnis zu bekommen. Ja, super, okay. Vielleicht noch ein super Beispiel hier, Schritt 2 lesen, auch was ich hier noch teilen möchte, ist dieses Beispiel, das kann man jetzt, glaube ich, wirklich schlecht lesen, da geht es rechts fängt man an oder die Anzeige fängt an mit, du bist Kundendiensttechniker SHK, wir haben gute Neuigkeiten für dich, stell dir einfach mal vor, Pünktchen, Pünktchen und dann kommen im Prinzip die ganzen Vorteile, zum Beispiel Punkt 1, dich erwartet heute wieder eines unserer spannenden und abwechslungsreichen Projekte, worauf du dich schon freust. Also gerade dieses mit dem Beginn, stell dir vor, lädt die Anzeige den Leser zum Träumen ein und verbindet auch so ein bisschen eine große Vision. Also auch das ist mal ein sehr schöner Versuch hier und kann sehr gut funktionieren. Super coole Storytelling vor allem auch. Ja. Ja. Genau, also das ist extrem lang, aber auch hier wird wieder schöne Lesbarkeit, kann man hier sehen, immer so 2, 3 Zeilen untereinander und eben die ganzen Träume werden hier sehr schön verpackt. Genau. Ja, das nochmal als Beispiel dazu. Jetzt Schritt Nummer 3 ist natürlich auch, wir wollen die Leute jetzt zum Klicken motivieren und hier ist jetzt nochmal abschließend wichtig, ich schreibe das jetzt auch nochmal kurz hier auf das Flipchart, nämlich dass wir die Leute jetzt Schritt 3 in der Anleitung, dass die Leute jetzt geklickt haben oder auch klicken und dass vorher jetzt mit der richtigen Botschaft und dem richtigen Text auch die falschen Kandidaten schon idealerweise ausgefiltert sind. Das ist unser Ziel auch wirklich mit der Anzeige, dass nur perfekte Kandidaten sich auch angesprochen fühlen, hier weiterklicken. Und deswegen auch so wichtig, dass man die Werte und die Bilder entsprechend damit schon ordentlich Eindrücke liefert, dass da gar nicht falsche Kandidaten überhaupt in unseren Funnel kommen. Wow. Genau. Okay, dann ist der nächste Schritt jetzt der Schritt motivieren. Wir wollen noch nicht direkt auf die Bewerbung reinkommen, sondern wir wollen erstmal, dass die Leute entsprechend ja, motiviert sind, hier überhaupt sich am Ende einzutragen, denn wir reden ja hier häufig über passive Kandidaten, die entsprechend ja vielleicht auch schon im aktuellen Arbeitsverhältnis stehen oder eigentlich ganz zufrieden sind, aber entsprechend vielleicht, wenn die jetzt eine bessere Chance sehen, dann entsprechend zugreifen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir erstmal nochmal vorab ein paar Informationen und das Interesse weiter verstärken jetzt. Das ist super wichtig. Und Punkt Nummer 1, dass auch unser Learning war erstmal am Anfang ziemlich schnell mit den ersten Fragen. Das sehe ich auch immer häufig in den Funnels da draußen, dass die sofort mit einer Frage anfangen. Und dann auch weitermachen mit den nächsten Fragen auf der zweiten, dritten Seite. Aber wir wollen wirklich erstmal nochmal mehr Insights geben am Anfang über das Unternehmen, über die Werte, über die Mission, Vision, wenn vorhanden. Also das verstärkt das Interesse in der Regel und filtert auch falsche Kandidaten besser aus. Das ist aber nicht das, was man jetzt auf dem Screenshot sieht, oder? Weil das ist ein super guter Punkt.
den du gerade ansprichst, weil wir haben uns auch Ja. immer die Frage gestellt, soll man sofort, also wir nennen das eine so Expressbewerbung fast schon, also ich starte sofort rein und klicke mich sofort durch, versus ich habe erstmal ein paar coole Seiten, wo ich erstmal über unsere Vision, Mission, über unsere Kultur berichte, über seine Vorteile oder über die Vorteile des Kandidaten oder der Kandidatin. Hast du da auch ein Beispiel, was du vielleicht zeigen kannst, wie du das machst? Ja, klar, kann ich gleich gerne nochmal zeigen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal erstmal die Schritte Okay, durch. Vielleicht perfekt. nehmen wir mal so ein Beispiel durch. Das ist eine gute Idee. Und also hast du recht, das passt jetzt hier nicht ganz so gut, aber da kommen wir dann gleich auch später auf diese Quizfragen zu sprechen. Genau, also als allererster Punkt, wie du schon sagtest, dass man hier erstmal nochmal mehr Infos preisgibt, die Vorteile auch wieder psychologisch klug verpackt. Was ich hier nochmal aufgeschrieben habe, Attention Grabber Above the Fold, was bedeutet das? Das heißt letztendlich gerade auf der ersten Seite, wenn die Leute auf die Anzeige geklickt haben, dass erstmal das Interesse nochmal verstärkt werden sollte und das auch direkt als erstes sichtbar sein sollte, wenn man auf den nächsten Bildschirm guckt. Denn wenn jetzt erstmal so ein dickes Bild zu sehen ist oder Video ohne entsprechenden Text, dann ja, muss man erstmal runterscrollen oder weiterlesen, um entsprechend da weiter mehr Informationen zu bekommen. Und das sollte man entsprechend verhindern. Wir wollen direkt weiter das Interesse verstärken, ganz oben, also im ersten Sichtpunkt. Dann Unternehmenskultur war auch entsprechend ein Learning, dass man hier bei der Section über uns nicht die Geschichte des Betriebs erzählt oder irgendwelche Floskeln dann wieder ausrollt, sondern dass man hier entsprechend die Werte des Unternehmens transportiert und gerne auch aus Führungsperspektive, auch aus Mitarbeiterperspektive, dass die Kandidaten die Möglichkeit haben zu prüfen, ob die Ziele, Ambitionen und Werte auch übereinstimmen mit denen der Kandidaten. Das ist hier nochmal sehr wichtig und das kann man hier eben sehr schön auf der zweiten Seite packen. Fähigkeiten, Aufgaben auflisten, auch das sieht man ja häufig in klassischen Stellenanzeigen, dass dann eine Bullet-Point-Liste vorhanden ist, wo einfach nur die Aufgaben monoton geschrieben sind. Und hier hilft es auch drüber nachzudenken, was ich vorhin schon sagte bei der Anzeige, was haben die Aufgaben, was haben die für einen Impact, also den Purpose auch ein bisschen zu beschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel Facebook, wenn du dafür eingestellt wirst oder deine Haupttätigkeit ist, Facebook-Ads zu betreuen und zu managen, hast du ja im Prinzip einen großen Einfluss auch das Wachstum des Unternehmens, auf entsprechend, dass die Werbeanzeigen überhaupt richtig ausgeliefert werden und nicht vom Algorithmus wieder gesperrt werden. Also du hast entsprechend da ja auch einen Impact, wenn du diese Aufgabe erfüllst und dieser Impact sollte dann auch klar herauskommen. Also das ist auch nochmal wichtig, damit man das hier nicht monoton einfach nur die Aufgaben hier auflistet. Ja, das einmal so zu dem Thema motivieren. Da kann ich auch gerne jetzt nochmal zwei Beispiele zeigen zu. Also ich drücke jetzt hier mal Stopp und teile nochmal einen anderen Bildschirm. Und zwar geht es jetzt hier um eine Position, die wir entsprechend beworben haben, wo es jetzt hier um die Position IT Solutions Consultant geht von einem IT-Systemhaus. Und hier sieht man jetzt, hier geht es jetzt speziell um die Vorteile, bin schon ein bisschen übersprungen von den ersten Seiten, was ich ja vorhin schon sagte, die ersten Seite geht es wirklich darum, das Unternehmen nochmal mehr vorzustellen, die Werte darzustellen und entsprechend ganz auf der ersten Seite nochmal so ein Attention Grabber, das Interesse zu verstärken. So, und hier geht es dann wirklich darum, nochmal ein bisschen zu erläutern, was hat man davon, wenn man da jetzt anfängt. Auch hier machen wir meist so 4 bis 5 Punkte, je nachdem. Packen wir so viele Möglichkeiten, wie es geht. Wir sagen natürlich auch viel schon in den Werbeanzeigen vorab schon. Und hier ist das einfach nochmal ein weiterer. Also wir nehmen die Punkte, die wir vorab in der Werbeanzeige auch nochmal geschrieben haben, auch nochmal mit auf. Also hier eigene Alanity-Akademie, den Firmenwagen auch schon mal hier genau mit reingeschrieben. Also so transparent wie möglich festgehalten, war jetzt bei dem Projekt nicht möglich, schon anzugeben. Also es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Kundenprojekt an, ob man das Gehalt schon angeben kann oder darf oder nicht. Hier hilft es natürlich auch, wenn man schon eine Gehaltsrange angeben kann, das auch zu machen, wenn möglich. Und hier unten, wenn man eben entsprechend Eindrücke hat, also Bilder kreiert hat, Videos kreiert hat, dann hilft es auch immer extrem, diese hier mit reinzunehmen und zu verpacken. Also hier entsprechend immer Eindrücke. Wir haben jetzt hier wenig Bilder gehabt bei dem Projekt. Allerdings hat es trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Hatten ungefähr 32 Bewerbungen und entsprechend eine sehr gute Auswahl von qualifizierten Kandidaten hier gehabt bei der Stelle. Und hier haben wir sie auf den ersten Seiten im Prinzip einfach nochmal weiter von Alanity entsprechend das Ganze überzeugend dargestellt, was die Vorurteile, was die Herausforderungen sind auf der nächsten Seite. Und
Hier, du hältst den Kunden bei 150% Happiness, indem du seine Probleme verstehst und passende Produkte aus dem Alanity-Netzwerk empfiehlst. Also es ist nicht ganz so monoton dargestellt, sondern entsprechend auch nochmal ein bisschen erläuternd dargestellt, was das auch für einen Impact hat. Und hier, was wir auch immer machen, ist transparent schon auf den einzelnen Seiten die Schritte, die als nächstes passieren, immer genau darzustellen. Also das ist auch nochmal, hat bei uns gezeigt, dass das die Conversion Rate oder die Absprungraten zwischen den einzelnen Seiten extrem reduziert, wenn man hier transparent immer schon erklärt, okay, wenn du jetzt hier draufklickst, was passiert dann? Also Stimmt, dann geht's deswegen haben wir weiter. das. Genau, deswegen haben wir das hier entsprechend geschrieben. Das klingt alles spannend für dich. Dann beantworte uns bitte 4 kurze Quizfragen und hinterlasse dann deine Kontaktdaten. Genau, also das sind einmal nochmal so 2 Beispielsätze, was ich meine, mit erstmal Interesse weiter zu verstärken, nochmal mehr über das Unternehmen zu erzählen, Vorteile und Herausforderungen zu erzählen und dann kann man auch mit der Bewerbung starten. Genau. Super, danke fürs Beispiel. Nikolas, uns läuft so ein bisschen die Zeit davon, aber ich Ja, finde es ich so sehe. cool, weil dieses Video wird wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Guide. Ich finde es auch so cool, wie du es aufbereitet hast, die 7 Schritte. Können wir, um vielleicht dann auch noch die ein oder andere Frage zu beantworten, noch einen Fast-Track einmal durch die letzten 3 Punkte machen? Genau, wir sind auch schon so gut wie durch. Also die letzten Okay, Punkte sind perfekt. sehr schnell. Also ich teile mal hier im Prinzip, was jetzt noch passiert. Ich schreibe das schon mal auf. Ist einmal, dass wir hier noch qualifizieren. Also die richtigen Kandidaten wollen wir weiterhin durchstellen und jetzt prüfen, ob die auch passen von den Anforderungen her. Wir wollen dann entsprechend natürlich auch, dass sie sich bewerben. Schreibe ich hier auch noch mal auf. Und dann am Ende wollen wir, dass die sich ansprechen, dass wir die auch bleiben, also nicht wieder abspringen. Das sind so die 7 Schritte, die man eben entsprechend beachten sollte. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf den Schritt qualifizieren, bewerben und bleiben nochmal tiefer drauf ein, aber in einem Fast Track. So, und zwar, was ich hier nochmal sehr schön fand als Beispiel, nochmal ganz kurz, Sven Platte von Digistore 24. Hier, der hat eben sehr schön geschrieben, wir wollen Leute, die was bewegen, Leidenschaft für ihr Feld empfinden und ein Growth Mindset haben. Um Teil von Digistore 24 zu werden, musst du perfekt in unser Team passen. Vergewissere dich deshalb, ob unsere Kultur wirklich zu dir passt. Also hier ruft er auch nochmal an, auf dazu zu gucken, ob die Werte auch wirklich zu dir passen und die Ambitionen etc. Also es ist sehr schön, was man hier, was ich vorhin meinte, mit die Werte auch aus Führungsperspektive darzustellen und aus Mitarbeiterperspektive. Und das habt ihr zum Beispiel in den Funnel eingebaut, oder ist das jetzt ganz ein anderes Beispiel? Das ist jetzt einfach ein Beispiel, was ich bei Okay. Digistore gesehen habe. Das haben wir jetzt nicht, Okay, wir haben jetzt verstanden. nicht den Funnel von Digistore 24 gemacht, aber es ist einfach nochmal Okay, ein anschauliches verstanden. Beispiel. Genau. Qualifizieren, was waren da so unsere Erfahrungen? Also zum einen vorne natürlich auch mal zu fragen, welche Erfahrungen hast du schon? Hast du schon Erfahrungen in dem Bereich? Das kann man natürlich wunderbar erstmal machen. Da auch erstmal mit einer leichten Frage einsteigen. Und was wir auch gemerkt haben, ist, wenn du eine offene Frage stellst, zum Beispiel, worauf freust du dich bei uns am meisten? Welche Aufgaben und Vorteile in dieser Position sprechen dich am stärksten an? Dann dahinter auch nochmal 2 bis 3 kurze Stichworte reichen aus, dass du nochmal die Hürde möglichst klein hältst, die Leute hier bei einer offenen Frage nicht direkt abspringen. Das haben wir festgestellt, gibt super coole Antworten und dir einfach nochmal ein viel besseres Gefühl über die Kandidaten, als wenn du keine offene Frage hast. Das ist nochmal sehr cool und hier nochmal weitere 2, 3 Beispiele. Was begeistert dich am meisten am Aufgabengebiet oder in der Position oder beschreibe kurz, warum möchtest du bei uns starten? Also eine kurze, knackige, offene Frage mit dem Hinweis, kurze paar Stichworte reichen aus, hilft dir einfach viel mehr, nochmal ein Verständnis zu bekommen von den Kandidaten. Das war auch nochmal so ein Learning von uns. Bewerben ist es so, dass wir jetzt auf der letzten Seite gelandet sind, idealerweise. Da haben wir schon entsprechend, der Funnel wird jetzt immer enger und kleiner. Und viele Kandidaten sind vielleicht schon abgesprungen, die vielleicht auch nicht passen zu dem Unternehmen oder zur Stelle. Und wir wollen jetzt auf der letzten Seite vor allem nochmal Vertrauen aufbauen, dass die Leute sich jetzt auch wirklich eintragen. Und da hilft sowas wie persönlichen Ansprechpartner nochmal zu zeigen. Das war auch so unser Learning. Was jetzt auch super cool ist von Perspective, die neue Funktion WhatsApp-Button Share, also dass man da auch entsprechend direkt bei WhatsApp jemandem schreiben kann. Das finde ich super cool und funktioniert bestens. Und das hatte ich gerade schon gesagt und dann auch nochmal die nächsten Schritte transparent auf der letzten Seite zu erklären. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt hier eintrage? Nicht einfach nur Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und wir freuen uns, dich kennenzulernen, sondern da wirklich auch transparent die einzelnen Schritte danach zu erklären. Das ist super wichtig, was die letzte Seite angeht, um die Conversion Rate recht hoch zu halten. Das haben wir festgestellt. Durch diese Elemente kann man eben diese Conversion Rate nochmal steigern.
dass die Leute sich auch am Ende wirklich eintragen. Schritt Nummer 7 bleiben. Die Leute sind jetzt, haben sich eingetragen im Kontaktdatenformular. Jetzt ist natürlich auch unser Ziel, die sollen nicht sofort wieder abspringen, sondern idealerweise auch bei uns im Prozess bleiben. Und da ist es zum Beispiel möglich, was wir festgestellt haben, das hat der Mario aus unserer Akademie erzählt, mal getestet, einen Button hinzuzufügen auf der Bestätigungsseite, nachdem sie sich eingetragen haben, wo sie direkt eine E-Mail schreiben können und dann nochmal die Bewerbungsunterlagen auch schicken können. 50% der Kandidaten, die sich eingetragen haben, haben auch tatsächlich danach die Unterlagen noch zugeschickt. Also man denkt ja so, auf dem Smartphone oder so hatte ja eh keiner das Anschreiben oder den Lebenslauf dabei, aber tatsächlich war die Rate sehr, sehr hoch. Also auch nochmal ein Learning in der letzten Zeit. Vielen Dank, Mario, dafür, falls du das hörst, fürs Teilen. Und dann natürlich auch am Ende die E-Mail-Automatisierung, auch ein wichtiger Part, der eben dazu helfen, das Ganze steigern kann, dass die Leute eben bleiben. Das heißt, eine Empfangsbestätigung zu schicken, inklusive einer Info, auch in welchem Zeitraum er eine Antwort erwarten kann, auch sehr wichtig. Und da natürlich auch die Möglichkeit direkt zu bieten, dass die Leute dich direkt oder das Unternehmen direkt bei Social Media auch zu folgen und was auch entsprechend sehr interessant sein kann, ein anonymes Formular einzufügen, wo die Leute Feedback geben können auf den Recruiting-Prozess oder auch Verbesserungsvorschläge dir geben können. Da lernst du natürlich auch mal extrem draus, was die Kandidaten eigentlich sagen, wie die den Prozess jetzt fanden. Also das kann man da auch wunderbar in der E-Mail, in der Bestätigungs-E-Mail dann auch entsprechend einfügen, diese beiden Punkte. Dann natürlich auch die höfliche Absage, falls es nicht zu einer Einladung oder nicht zum nächsten Schritt kommt. Da kann man auch wieder auffordern, die Leute nochmal Social Media, dass sie sich folgen, sie dir folgen sollen und auch vielleicht bewerten sollen bei Kununu oder Glassdoor. Und das geht ja auch, dass man da entsprechend nochmal eine Bewertung vielleicht einholt oder die Leute dir folgen. Also auch das geht in der höflichen Absage. Und auch hier im Schritt Nummer 7 eine einfache Terminbuchung bereitzustellen. Das zum Beispiel über Calendly oder andere Terminbuchungssysteme, dass die Leute da entsprechend sich schnell einen Termin schnappen können aus deinem Kalender. Und dann auch in der Bestätigungs-E-Mail, wenn sie einen Termin gebucht haben, dass du da auch dann wieder reinschreibst, die Ziele und Inhalte des Erstgesprächs, sodass die Kandidaten sich gegebenenfalls auch schon mal direkt vorbereiten können auf das Gespräch. Ja, das war jetzt so der Fast-Track der letzten wow. Schritte und unsere Learnings, die wir so in den letzten Zeiten gemacht haben. Richtig gut. Ich habe so viel mit Recruiting Funnels zu tun, aber es waren so viele neue Impulse auch für mich dabei. Und ich glaube, das wird jetzt wirklich so der neue Blueprint, den man echt gemeinsam durchgehen kann. Deshalb vielen, vielen Dank dafür, Stylen. Ich habe noch die ein oder andere Frage bekommen, die, wenn du soweit durch bist, ich direkt mal noch mit reinbringen würde. Und zwar spannende Frage, was ist denn eigentlich euer Tagesbudget, das ihr euch setzt? Habt ihr da positionsübergreifend, dass ihr sagt, hey, wir brauchen 1.000 Euro und dann 50 Euro pro Tag oder 20? Hängt so ein bisschen auch ab von der Dringlichkeit und von den Erwartungen und Anzahl Mitarbeitern. Also wenn du jetzt direkt 10 Mitarbeiter suchst für eine Position, beispielsweise Fachkräfte werden ja häufig, gibt es eigentlich nicht genug. Und dann hilft es natürlich extrem, wenn man da von Anfang an mit sehr viel Budget arbeitet, zum Beispiel mit 100 Euro pro Tag. Mhm. Wenn man entsprechend jetzt 4 bis 8 Wochen Zeit hat und jetzt nicht direkt 20 auf einem Schlag sucht, dann kann man auch wunderbar schon sehr gute Ergebnisse mit 30 Euro pro Tag erzielen. Also es hängt so ein bisschen von der individuellen Situation natürlich ab, aber so ab 30 Euro Tagesbudget kann man wunderbar Ergebnisse erreichen und je mehr Budget du natürlich pro Tag auch investierst, desto schneller kriegst du Ergebnisse, Daten, mit denen du dann natürlich auch weiter optimieren kannst und weiter arbeiten kannst und je schneller kannst du dann natürlich auch passende Leute finden. Super stark. Und du hast vorhin Facebook und Instagram angesprochen, dass das so die beiden Kanäle seid. Habt ihr denn Erfahrungen mit LinkedIn oder TikTok oder habt ihr Recruiting Funnels auch schon auf anderen Kanälen getestet? Ja, wir haben auf LinkedIn das schon getestet und auf Google. Und LinkedIn waren die Erfahrungen. Ja, okay. Genau, Google Search, Google Display haben wir auch ausprobiert. Und die Erfahrungen sind bei uns bislang auch durch das, auch mit dem neuen iOS 14 Update, ist tatsächlich immer noch trotzdem Facebook, Instagram, die Anzahl Bewerbungen und die Kosten pro Bewerbung am besten sind. Die Qualität, zum Beispiel, wenn man über LinkedIn geht, ist in der Regel höher. Das muss man so sagen. Das waren so unsere Erfahrungen. Aber die Kosten natürlich auch. Aber da ist es ja dann auch meistens wert, wenn man da 100 Euro pro Bewerbung zahlt und dafür die Qualität entsprechend sehr hoch ist, ist das ja immer noch sehr zufriedenstellend. Und also da, wenn man jetzt im höheren Level sucht, zum Beispiel Executive Search,
dann lohnt sich das definitiv auch bei LinkedIn entsprechende Anzeigen zu schalten. Da vielleicht dann nicht die typischen Messenger-Ads nutzen, weil die werden ja eh schon recht viel bombardiert von Nachrichten, sondern eher dann im Newsfeed ständig aufzutauchen. Ja. Ja, ist auch tatsächlich unsere Erfahrung. Wir haben, also vor allem, ich glaube, die Frage ist, so welche Position man recruitet, aber LinkedIn kann echt eine spannende Alternative sein, vor allem, weil das Targeting auch einfach so stark Ja, ist. Und ich weiß das nicht, ob ihr stimmt. Erfahrung mit YouTube habt, das ist das, was wir jetzt testen wollen, vor allem, wenn man solche kreativen Berufe sucht, wie zum Beispiel Videografen, dass man halt Ja. einfach zum Beispiel genau auf die Keywords auch bietet, weil viele Videografen schauen sich eben Tutorials von verschiedenen Schnittprogrammen an und das glaube ich, könnte auch noch ein spannender Kanal sein. Wir werden berichten, wenn wir da gute Definitiv. Erfahrungen haben. Habt ihr Da da bin schon ich Erfahrungen gespannt. mit YouTube oder bisher noch weniger? Nicht, also noch nicht, was jetzt Recruiting Okay. angeht. Wir haben für uns selber sehr gute Erfahrungen machen können mit YouTube, aber was Recruiting angeht, da entsprechend noch nicht. Da müssen natürlich auch immer passende Bilder, Videos dabei sein, auch das Unternehmen bereit sein, entsprechend da Zeit zu Genau, investieren ja. und Geld. Also dann kann man das mit Sicherheit, also das finde ich zum Beispiel eine super Idee mit den Keywords. Was wir da festgestellt haben, jetzt nicht im Recruiting, sondern grundsätzlich, dass man eben da verschiedene Anzeigengruppen ja erstmal testen muss. Und dann, wenn man aber diese Targeting, also eine Gruppe gefunden hat, die funktioniert, dann kann man die halt super schnell hochskalieren. Das finde ich bei YouTube super, super stark. Aber es dauert am Anfang ein bisschen länger, bis du entsprechend die richtigen Leute auch triffst und findest. Das war so ein Learning bei uns, was YouTube angeht. Top. Ja. Ich werde berichten, wenn es da Neuigkeiten gibt. Dann noch eine letzte Frage. Kann man die Präsi von dir bekommen? Kann man sich die irgendwo runterladen? Oder allgemein, vielleicht magst du auch noch kurz sagen zum Ende hin, wie man dich am besten findet und erreichen kann? Ja, also am besten und am schnellsten reagiere ich auf LinkedIn. Einfach da meinen Namen Nikolas Kreienkamp eingeben und dann reagiere ich ziemlich schnell. Und die Präsi kann ich gerne teilen. Ja. Also einfach Super da cool. am besten bei LinkedIn mir schreiben und dann habe ich die gerne. Nice. Cool. Ja, dann an alle, die live mit dabei waren, vielen lieben Dank. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt uns einen Kommentar, ein Like darunter. Dann können wir dieses Video auch spreaden und mehr von solchen Videos produzieren. Nikolas, vielen Dank für deine Zeit. Das war echt ein richtiges Tutorial. Mein Job war mehr oder weniger überflüssig, weil du so viel geballten Content hattest und das hat richtig viel Spaß gemacht. Danke für deine Zeit und hoffentlich bis bald. Sehr gerne. Bis bald, Michael. Vielen Dank dir nochmal. Danke, ciao.